Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast Energievampire Teil 2. Wie du dich vor Energievampiren schützt oder wenn du schon gebissen wurdest, wie du aus dem Kreislauf aussteigen kannst. Energievampire, ich habe es ja im letzten Video gesagt, wie man sie erkennt, kannst du dir mal anschauen. Und heute möchte ich dir einfach einen Leitfaden geben, wie kannst du dich schützen. Wenn du merkst, dass du infiziert wurdest, folgende Ideen. Du denkst nur an eine Person, bist sehr involviert mit dieser Person und du hast die ganze Zeit eigentlich nur diese Person im Kopf. Das ist so ein Zeichen, dass ein Energievampir dich infiziert hat. Merke, Punkt 1, du bist für deine Gefühle und deine Gedanken verantwortlich, nicht für die Gefühle und Gedanken von anderen. Das heißt, wenn du hörst, du hast mich so enttäuscht, du hast mich traurig gemacht, dann ist das ein Ausdruck von Gefühlen, was ja okay ist, aber du bist nicht dafür verantwortlich. Und Energievampire neigen dazu, da mal die Verantwortung zu verschieben. Das ist mal Punkt 1. Der nächste Punkt ist, wie du merkst, also dass du von einem Vampir infiziert wurdest, du fühlst dich ein bisschen müder, lustlos, eine Möglichkeit, oder du fühlst dich nicht so, wie du dich fühlst. Du bist auf einmal nervöser, ängstlicher, trauriger, als du eigentlich bist. Und das ist auch immer ein gutes Zeichen, dass man womöglich in eine fremde Energie getappt ist. Das ist an sich kein Problem, weil ein gesundes Energiefeld, das normalerweise dann wieder raus schießt oder man reinigt sich mal aus und dann geht das relativ leicht raus. Aber wenn du irgendwelche Ängste übernimmst oder Sorgen übernimmst, die eigentlich nicht deine sind, dann Achtung, dann kann es sein, dass du deine Energie übernommen hast beziehungsweise auch Opfer eines Energievampirs geworden bist. Und die dritte Art, sich Energien zu holen oder Energien für andere zu tragen, ist das Gefühl, es geht mir besser als dem anderen, ich bin größer, der andere ist kleiner. Da muss man immer aufpassen, wenn du Leuten nicht auf Augenhöhe begegnen kannst, dann kostet dich das immer Energie, Geld oder Nerven. Das heißt, schau einfach, dass jeder gleich groß ist. Jeder ist für seine Gefühle, für seine Gedanken verantwortlich. Jeder hat die Möglichkeit, ganz klar bei sich zu bleiben und schau, dass du das dann abtrennen kannst. Das heißt natürlich nicht, dass du keine Empathie entwickeln sollst oder auch kein Mitgefühl einfach mal haben kannst. Aber sei einfach bewusst, dass das alles einen Rahmen hat, ohne dass es dich selber schwächt, kränkt oder dass es dir selber einfach nur Energie kostet. Weil dann ist es ein Energievampir-Muster. Gut, das wäre es eigentlich so. Das sind so meine Tipps, um zu erkennen, wie man Opfer eines Energievampirs wird. Wenn dir auch immer eine Person permanent einfällt, wäre noch ein Bonustipp, oder du chronisch dich über eine Person ärgern musst, dann ist das auch ein Tipp, dass da wahrscheinlich irgendwo energetisch was geklärt gehört. Okay, das war's mal von meiner Seite, vom herrlichen Strand in Italien. Ich wünsche dir eine gute Zeit, alles Gute und wir hören uns das nächste Mal. Dein Oliver Ereni, Medialer Energetik. Tschüss.